Moin zu einer neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Heute geht es endlich mal wieder um die Formel 1 und um hohen Besuch. Wir hatten nämlich innerhalb kürzester Zeit hier Metallica, Muse, Nico Rosberg. Und davon möchte ich euch Bilder zeigen, weil das war für mich unheimlich erhellend. Denn wenn du seit 9 Jahren diese Formel 1 entwickelst und diese Vision hast, dass hier irgendwann mal auf dieser 21 Meter langen Leiterbahn, also Elektronikplatine, magnetisch gesteuert Autos, die keine Technik in sich aufnehmen können, ein echtes Rennen fahren können. Damit habe ich mal für die, die das noch nicht kennen, das mal schnell zusammengefasst. Die aufmerksamen Zuschauer wissen das, seit 1,5 Jahren echte Fortschritte erreichst, es dann aber immer wieder nicht weitergeht, weil du irgendeinen blöden kleinen Softwarefehler suchst, dann erheitert es unheimlich, wenn hier weltweit bekannte Rockstars kommen und zum Kleinkind werden, wenn sie diese Formel 1 Autos fahren sehen. Und da hatten wir gleich mehrfach Besuch. Fangen wir mal an mit Metallica. Kleine Anekdote zu dem Besuch von James Hetfield und Robert. Das Management fragte vorher an, ob das möglich sei, nach Feierabend die Band hier durch die Räumlichkeiten zu führen. Ich habe gesagt, kein Problem. Wir hatten hier Woody Allen, Kirsten Dunst, Adele, Helene Fischer, Mario Barth, egal wer hier war, das geht, das funktioniert. Wir können das während der Öffnungszeiten machen, das ist ja für uns alle einfacher. Und er hat immer wieder gesagt, nein, das geht nicht. Glaub mir, Metallica, das funktioniert nicht. Ich habe mich durchgesetzt, wir haben 22 Uhr als Kompromiss gewählt und es ging nicht. Ich habe es nicht für möglich gehalten, wie groß die Fanbase und der Wiedererkennungswert von den Jungs ist. Auf jeden Fall, wir mussten das erste Mal in der Geschichte des Miniatur Wunderlands unsere Gäste wirklich bitten, so eine Art Spalier kurz zu bilden, dass wir vom Leitstand überhaupt rüberkommen zum Flughafen, weil jeder wollte ein Selfie. Es war auf jeden Fall ein sehr aufregender Tag und es war sehr, sehr süß und toll anzusehen, dass das auch Menschen sind und das noch Tollere, dass wir sie begeistern konnten mit unserer Verspieltheit und auch mit der Formel 1. Denn an dem Tag ist die Formel 1 mit 6 Autos, ich glaube 10 oder 12 Runden fehlerfrei gefahren und ich wurde angeguckt, ich hatte es nämlich anmoderiert, ja, wir sind hier noch nicht fertig und das dauert auch noch ganz lang und Daumen drücken, dass hier überhaupt gleich irgendwas fährt und die guckt mich an, ja, wieso, sieht doch fast fertig aus. Hat unheimlich aufgebaut und geholfen, wieder dran zu glauben, dass wir das vielleicht irgendwann zu einem Erfolg bringen. Und 2 Wochen später, meine persönliche Lieblingsband ist Muse und da auch besonders der Sänger Matt Bellamy und ja, der kam zu Besuch. Matt Bellamy und Dan, der Keyboarder, kam hier zu Besuch und gleiches Spiel. Ich habe denen die Formel 1 gezeigt, erzählt, dass das hoffentlich jetzt ein bisschen funktionieren wird und ich glaube, wir sind mit, ich glaube sogar 8 Autos 20 Runden gefahren und hier wurden gegenseitig Wetten abgeschlossen, welcher jetzt wen überholt mit tollsten Überholmanövern, so dass ich es euch gar nicht zeigen kann, weil soweit sind wir doch noch nicht ganz. Aber an dem Tag hat es funktioniert und das war für mich natürlich eine Riesenfreude, dass ich ausgerechnet, ich nenne es mal so, mein musikalisches Idol so begeistern konnte. Und auch da wieder hohe Motivation, weil hinterher dann von denen zu hören, ey, das ist so einmalig, wenn ihr das hinbekommt, ja. Ich glaube es mittlerweile auch, dass es einmalig sein wird, wenn wir es hinbekommen. Wir bleiben dran. Und dann ging es Schlag auf Schlag weiter. Nico Rosberg, ehemaliger Formel-1-Weltmeister und Einwohner Monacos, kommt zu uns zu Besuch als Markenbotschafter von NBW, mit denen wir zusammen den ersten großen Ladepark hier im Miniatur Wunderland eröffnet haben. Und es war natürlich klar, der ist Formel-1-Weltmeister. Hoffentlich kann ich den glücklich machen. Aber da sich das nicht schneiden lässt, selbst für den besten Cutter auf der Welt, der hier hintersteht und mir zustimmt, zeigen wir es einfach mal ungeschnitten. Und wer Nico Rosberg aus seinen Blogs kennt, genauso emotional, wie es wirklich war. Viel Spaß. Ja, und hier ist jetzt der Haupteingang zu Monaco. Wow, das ist incredible. Da ist gar keiner da. Wow, das ist ja Wahnsinn, sag mal. Was ist das denn? Ja, das ist Das ist ja der Monaco. Wahnsinn. Kann ich noch mal Handy haben? Bitte? Wow, incredible. So the whole of Monaco during Grand Prix weekend. Everything exactly accurate. My friend lives there. And that's where I went. Where's my school? My school is there. That's where I went to school. That's my Klassenzimmer. That's my classroom. Right there. That was mathematics class. And paddock was, that's where I crossed the finish line. Unbelievable. Look at that. Every detail. The prince is waving to us from up there. Herrlich. Ja, es fehlt natürlich was, ne? Die Straße ist nicht schwarz. Ja. Das ganze Bramborium drumherum ist ja noch nicht da, weil es auf uns 3 Techniker, die da primär dran sitzen und ein paar wirklich, die uns sehr unterstützen. Aber ja.
Ich hatte irgendwann mal den Traum, oder beziehungsweise wir hatten die Schiffe fertig, ja. fast, Flugzeuge, ja. Züge sowieso, ja, fahrende ja. Autos. Ja. Und mich hat mal ein Reporter gefragt bei seiner Dokumentation, hast du jetzt noch überhaupt noch Träume? Ja. Dann meine ich, ja, was soll man jetzt noch machen? Ne? Also Träume, sollte man jetzt ja irgendwas haben? Ja, pass auf, unmöglich ist, Formel-1-Autos zum Fahren zu bringen. Da kriege ich kein, in so ein Gerippe kriege ich keinen Akku rein, keinen Motor ja, ja, rein. Ja, das ist unmöglich. Das wäre so mein Traum. Ja. Und diese Sendung hat einer von meinen tollsten Technikern ja. gesehen und hat ja. gesagt, ich habe da eine Idee. Und das ist fast 10 Jahre her. Dann hat er mir die vorgeführt und ich habe gesagt, ist eine geile Idee, aber ich glaube irgendwie nicht dran, aber probier mal. Dann hat er ein Jahr rumprobiert. Und hat mir dann irgendwann so, der Schrank ist jetzt weg, da lag noch die erste Platine drin. Und hat mir irgendwann gezeigt, wie er tatsächlich so ein Teil hier, ja. das sind nämlich 42 Magneten, ja. auf dieser Platte ja. frei bewegen kann. Da habe ich gesagt, alles klar, das skalieren wir jetzt hoch zu einer 21 Meter langen Strecke. Und das hier ist eine Elektronikplatine, also ja. eine, wirklich eine, ja, eine Elektroplatine. Ja. Und es hat alleine 2 Jahre gedauert, einen Hersteller auf der ganzen Welt zu finden, der das bauen kann. Ja. Hat dann auch irgendwann geklappt und jetzt ist das zwar nicht ganz on time, weil ja. wir dachten mal so 3 bis 4 Jahre, ja. aber seit ungefähr einem halben Jahr fahren hier die ersten Autos und wir hoffen, dass wir tatsächlich in 3 Wochen die Folie rüberbringen, ja. Modellbauausschmückung beginnen. Es fehlt ein ganz entscheidender Schritt noch, um technisch robust zu sein, das ist ja. die Ortung, also zu wissen, wo die Autos sind. Ja. Und wenn wir jetzt Glück haben, ja. dann ärgert mich das System heute nicht, weil mit Bellamy hat es wunderbar geklappt. Wir haben auch Live-Übertragung. Wir sind jetzt im Rennmodus What schon. What the hell? Das ist ja insane. Guck mal, die beschleunigen sogar. Die beschleunigen. Ja, und wenn jetzt alles klappt. Und bremsen. Die sind gerade alle, sind alle gleich eingestellt. That's insane. Das ist ein bisschen geregelter Zufall und jedes Auto hat im Rechner seine... Sag mal, wie genial ist das denn bitte? Okay, das muss ich jetzt erstmal mitnehmen, danke. Wie genial ist das denn bitte? Kannst du sie jetzt sehen? Guck mal dann auch noch die Kamera ist gekippt, sowas. Wie ultimativ genial ist das denn? Ohne... jetzt kommen sie gleich raus. Ohne Rails. Insane. Das war jetzt aber krass. Ein Triple-Überholmanöver. Habe ich selbst noch nie gesehen. Echt? Nee. Weil sie haben alle ihre Skills und ihre. Sie wissen, wie ein Formel-1-Auto funktioniert, im Rechner sozusagen. Ja, ja. Und jeder versucht zu gewinnen. Und dadurch entstehen natürlich Szenen, die relativ realistisch sind. Also hier zu überholen, es geht. Das wissen klar, wir. Klar, klar. That's da insane. Am Ende zu überholen geht. Ich weiß nicht, ob hier. Oh, guck mal, der hat es versucht. Er versucht. Und nicht vorbeigekommen. Jetzt wird er gleich. Versuchen innen. Sag mal, was ist das? Seid ihr komplett verrückt hier? Es läuft gut gerade. Aber das ist was ganz witzig ist, Monaco wäre in Wirklichkeit maßstabsgetreu fast 6-mal größer. Ja. Und die Zielgerade, nenne ich sie jetzt mal, ja. wäre 3-mal so lang. Mhm. Wir müssen alles immer ein bisschen schrumpfen. Ja. Und dadurch ist Ach der so, Winkel, sehe ich jetzt. Ja, der jetzt Winkel ich das dieser jetzt. Kurve, ich ja, brauche ich lange, um das rauszukriegen, der Winkel dieser Kurve hat sich verändert zum Original. Ja, klar. Und deswegen, es passiert jetzt gerade nicht. Überholen sehr viele Autos, weil die kennen die Strecke. Da. Hier. Da. Geht das denn nicht? Nee, weil du hast ja diese Vollgaspassage. Ja, genau, da. Weil die können fast Vollgas hier rum und sie voll auf dem Gas. Ja. Sie brauchen hier nicht zu bremsen. Ja, ja, klar. Die mussten wir stauchen. Mhm. Und ich habe am Anfang immer gestanden und gedacht, Mist, warum überholen die da? Das ist doch Quatsch. Ich muss das Saftverpack haben. Nee, habe ich nicht. Wir haben einfach hier den Winkel rausnehmen müssen. Ja, ja, und schon sagen die Autos, jetzt geht's hier. Mhm. Und ich stehe vor der Entscheidung, verbiete ich denen das? Weil wer Formel 1 schaut, sagt, ey, am Schwimmbad kannst du nicht überholen. Ach, das ist Quatsch. Oder siehst du als Rennfahrer die Strecke und sagst, natürlich kann ich da überholen, wenn ich die Strecke mir da angucke. Also, ja, also ich wäre da sehr entspannt, glaube ich. Ja, ja der McLaren, der saugt sich an. Achtung, da ist passiert. Jetzt wird er sich nach innen setzen. Ah, nee, der Ferrari war auf dem Gas. Und oftmals, wenn er eher auf. Weil ich mache so ein bisschen Zufälle, wann gehst du aufs Gas und wann gehst du auf die Bremse. Wenn der Ferrari nicht so früh auf dem Gas gewesen wäre, dann hätte er sich da nach innen gesetzt und hätte ihn da locker vernascht. Ne? Und ich habe am Anfang immer gedacht, nein. Da darfst du nicht. Kann auch das Safety Car rausholen? Also das ist ja einfach nur genial. Das ist ja nur genial. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht, wer führt. Aber ich hoffe, Nico gewinnt am Ende, oder?
Das ist ja genial, sag mal. Und ihr habt dann noch die Boxengasse, wo die Boxenstopps passieren werden. Ja, die kommen auch noch. Oh. Ging der Safety Car raus. Und jetzt werden die alle langsamer hinterm Safety Car. Das wartet jetzt auf die? Nein. Ah. Er wäre in die Box zurückgefahren, deswegen musste ich einmal kurz stoppen. Jetzt tut das nicht. Ja, jetzt das ist ja mal. Echt unglaublich. Kann ich nochmal filmen? Das ist beide schon. Nach links. Hm? Das ist rechts. Es lief selten so gut. Ich freue mich gerade wie ein Ast, weil ich traue mich das erste Mal, das Safety Car fahren zu lassen. Und jetzt traue ich mich gleich, das erste Mal das Safety Car wieder reinzuholen. Und schau mal, ob auf der Zielgeraden dann sofort der Zweikampf, Dreikampf oder sogar Fünfkampf losgeht. Ich bin gespannt. Wenn es nicht crasht bis dahin. Weil fünfte Runde jetzt schon ohne Fehler. So, dann holen wir das Safety Car rein, würde ich sagen. Wahnsinn. Mal gucken, ob das klappt. Wahnsinn. Das Safety Car geht raus. Ein bisschen spielen mit dem Gaspedal und hat er gut gemacht. Wahnsinn. Ha, hat sich einer verbremst durch die Schikane. Das ist ja, oh, da kommt der. Da haben wir, genau. Das ist so toll, das ist ja so genial. Ne? Ja, ich bin das so genial. Vom halben Jahr, das Team hat mich seit Jahren immer gefragt, wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit, dass wir das in den Dauerbetrieb kriegen. Ne? Ja. Und dann habe ich immer so 30. Oh, das ist wieder so cool, wie der versucht hat zu überholen. Ja, da oben. Außen schafft er nicht. Yeah. Aber jetzt innen. Ah, nee, jetzt außen. Komm. Jetzt müssen wir hier gucken. So, ja, jetzt genial. Kommen sie da. Ja, innen vorbei. So genial. Wie kann man das auf der Kamera nicht? Und da überholen die da manchmal oder nicht? Nee, eigentlich schaffen sie eigentlich nicht. Ich habe mal einmal gesehen, dass einer es außen geschafft hat, weil er aber auch mit der Brechstange durchgegangen ist. Ja, die haben so ein, es ist halt immer Zufallszahl so ein bisschen. Ja. Sie dürfen pro Rennen eigentlich nur zweimal blocken, weil sonst habe ich gesagt, kommt die Flagge irgendwann. Ja. Und das müssen sie einsetzen, das tun sie teilweise. Dann will der blocken und wenn der andere das rechtzeitig ahnt, das ist ja alles Software, die durch Zufall passiert, dann geht er rechtzeitig auf die andere Seite rüber und dann habe ich schon gesehen, dass da außen überholt wurde, aber ganz selten. Da, der Stefan mit dem Hollister ist einer der drei, also Stefan, Axel und Gerrit haben das über die Jahre gemacht. Jetzt freut er sich. So, jetzt wird er schon vernascht sein, wenn er hier aus dem Tunnel kommt. Ja, und zwar locker, da geht der nächste dran vorbei. Ich habe ihm einfach die Reifen gerade schlechter gemacht. Das geht dann ganz schnell. Er kommt nicht mehr gut durch die Kurven, das sieht man. Also vor den Kurven muss er stark bremsen, weil er sonst wegrutscht. Und das nutzen die anderen natürlich schamlos aus. Und das ist etwas, was mich total glücklich macht, weil man hat da so viele Jahre dran gearbeitet und wir wussten ja nie, ob das optische Ergebnis wirklich am Ende das gleiche sein wird. Und jetzt, endlich! Oh! Jetzt kommt die Kröte und setzt da auch noch rein. 10 Runden ohne Fehler mit 6 Autos. Ich bin mehr als glücklich, ja. Ey, danke. Dankeschön. Und euch erzähle ich bald mehr. Verspreche ich euch. Wo wir auch tierisch vorankommen, ist das Kamerasystem. Also ich muss sagen, wo Daniel tierisch vorankommt, weil für mich ist es eigentlich ein relativ einfacher Part. Meine Software generiert Szenen sozusagen und weiß, wo die Autos sind und ahnt so ein bisschen, was ist jetzt schön in Bild zu setzen. Aber das System von Daniel ist jetzt schon flächendeckend im Versuchsstadion installiert und liefert schon sensationelle Live-Bilder. Und da kommen wir auch richtig vor, da kommen noch Einblendungen und noch Hubschrauberperspektive dazu. Aber schaut euch mal an, was das jetzt schon kann. Ich mache dafür mal ein besonderes Rennen. Rückwärts gegen vorwärts. Momentan noch souveräne Führung für rückwärts. Rückwärts 1 und rückwärts 2 liegen vorne.
Vorwärts 1 lässt sich ein bisschen abhängen, aber wir hoffen, dass es in den Zweikampf geht, spätestens in der übernächsten Schikane. Rückwärts läuft einfach besser heutzutage. So, das war für mich jetzt recht untypisch, weil ich habe erst das Vergnügen gezeigt und komme jetzt zur Arbeit. Wo stehen wir mit der Formel 1? Also, wir fahren mit den Autos fast jeden Tag. Das ist ein gutes Zeichen. Und die offensichtlichen Fehler, so das bleibt immer an der gleichen Stelle stehen, das Auto, oder dann, wenn wir 6 Autos an der Stelle haben, riecht es nach Strom, weil irgendwas zu heiß wird, die sind alle weg. Wir haben aber noch Versteckte. Das sind die, die bei Eventualitäten zutage kommen. Das sind, wir sind mit einem Auto, das ist unser persönlicher Rekord, 230 Runden auf der mittleren Leiterbahn, also wir können nach rechts und links ja variieren, auf der mittlersten, also der Ideallinie, 230 Runden ohne Fehler im Kreis gefahren. Was ist das Besondere daran? Die Abstände der Leiterbahn sind 0,7 mm. Das heißt, wenn ich mit über 80 cm pro Sekunde hier am Ende bei der schnellsten Stelle über die Zielgerade rassel, dann sind das über 1000 Sprünge, die das System generieren muss. Also das Auto muss jeden dieser 1000 Sprünge exakt mitmachen. Und die ganze Technik unter der Anlage, die nun wirklich mittlerweile immer wilder aussieht, weil es ist enorm, was wir dafür für einen Aufwand betreiben müssen, muss 1000-mal in der Sekunde funktioniert haben. Bei 230 Runden sind das eine Menge Schritte. Und erst dann ist das Auto stehen geblieben. Passiert nämlich jetzt Folgendes, dass ein einziger Schritt nicht mitgesprungen wurde, dann kumuliert sich das. Das heißt, der erste, okay, fehlt nur ein Schritt. Beim zweiten fehlen 2. Aber irgendwann ist das Auto einfach nicht da, wo der Rechner denkt, sondern ein Stück weiter hinten. Und dann irgendwann geht es verloren und bleibt stehen. Das wollen wir mit der Ortung ja korrigieren können. Das heißt, 230 Runden, in dem Fall brauchten wir gar keine Ortung, weil es hat funktioniert. Die Ortung kann uns also sogar diesen kleinen Fehler beheben, wenn sie am Ende funktioniert, und dann könnten wir unendlich mit einem Auto fahren. So sind wir auch schon mit 8 Autos gefahren gleichzeitig und haben auch schon, ich würde mal sagen, richtig schicke, wenn nicht sogar sehr schöne Rennsituationen erlebt. Da ist auch noch Luft nach oben, da bin ich dran, das ist so meine Aufgabe. Aber was wir auch erleben, ist, dass immer mal wieder ein Auto stehen bleibt, aus dem Nichts. Wenn es dann eine Fehlermeldung vom System unter der Anlage gibt, was vorkommt, dann ist das Arbeit für uns Programmierer. Wenn es keine Fehlermeldung gibt, dann ist das Hoffnung von unseren Programmierern an das Ortungssystem von Stefan. Der ist pausenlos dran, macht Riesenfortschritte, kann auch Autos schon orten, kann uns auch schon Feedback geben. Und ich würde mal sagen, wenn ich sein Feedback über mehrere Meter, also Runde, zusammenfasse und daraus eine Information versuche zu erahnen, dann liegt er auch schon eigentlich richtig. Das heißt, nur wenn ich etwas glätten muss, bin ich sehr träge in der Reaktion, das gefällt mir noch nicht. Ich hätte natürlich schon so, dass die Ergebnisse von ihm noch ganz glasklar sagen, du bist zu früh, zu spät oder irgendwas, und da ist er dran. Also auch da große Zuversicht, dass die Ortung uns irgendwann mal die letzten Probleme lösen wird, weil, also ich muss sagen, so wie ich die Autos hier fahren sehe, wenn Axel und Gerrit noch die letzten versteckten Fehlerchen wegkriegen, die sich wirklich sehr versteckt haben, also wir suchen lange schon, das sind wirklich nur Eventualitäten, wenn das und das passiert und manchmal wissen wir noch nicht mehr, was es ist, dann passiert irgendwas anderes, nämlich dass ein Auto stehen bleibt, dann bin ich zuversichtlich, dass wir das Ding irgendwann wirklich in den Dauerbetrieb kriegen. Da müsst ihr mir sehr die Daumen drücken, weil was ich hier schon jeden Tag sehe und was Metallica, Muse und andere gesehen haben und kommentiert haben, das wollen wir doch irgendwann mal hier wirklich im Dauerbetrieb haben. Dauerbetrieb gibt es aber 2 bis 3 ernstzunehmende Probleme, die uns davon noch abhalten. Das Hauptproblem ist, wir werden an die Anlage nicht rankommen. Ich würde so mutig sein, wenn ich wie am Flughafen, haben wir übrigens, fällt mir in diesem Moment gerade ein, wir haben am Flughafen einen Rechner stehen. Von dort aus konnten wir am Eröffnungstag 2011 noch auf die Anlage schauen und Probleme beheben, falls immer schief geht. Den haben wir nie wieder abgebaut. Fällt mir tatsächlich jetzt erst auf, weil den brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Wir stehen da hinten gar nicht mehr. Können wir hier nicht machen, weil wir haben hier dadurch, dass es sich hier mit Rom und dem Frankreich-Abschnitt sozusagen der Übergang darstellt, und auch noch die Hauptbesuchertrasse ist hier, haben wir nicht viel Platz. Das heißt, am Tag der Eröffnung muss ich sagen, das Ding läuft reibungslos und wir müssen vielleicht halbe Stunde mal, Entschuldigung, darf ich mal kurz durch, ein Auto mal kurz in die Hand nehmen. So soll es sein. Wenn das Ding wie jetzt fährt, dann müssten 2 Leute hier stehen und müssten das sozusagen immer mal wieder ein Auto in die Hand nehmen und umstellen. Das ginge aber schon. Wir sind so weit, dass ich sagen würde, okay, mit 2 Leuten, einer drüben, einer hier am Rechner, könnten wir hier Rennen fahren. Also Riesenfortschritt. Aber Dauerbetrieb fehlt auch noch, dass wir das mit dem Strom und der Wärme in den Griff kriegen. Da sind wir total zuversichtlich. Aber ich kann euch hier mal im Hintergrund mal eine Szene zeigen. Ich habe einen super Start gefahren, mit 8 Autos nur. Der war auch optisch noch nicht perfekt. Da ist noch eine Überbremsung drin. Zack, Autos aus. Warum? Weil zu viele Autos an einem Punkt waren. Und das hat zu viel Strom gezogen. Da sind wir momentan noch sehr, sehr vorsichtig unterwegs.
und haben es noch nicht so getraut, das ein bisschen hochzudrehen, wobei wahrscheinlich brauchen wir uns überhaupt keine Sorge machen. Die Wärmeentwicklung hält sich wirklich in Grenzen, aber wenn wir mal wirklich mit 20 Autos fahren wollen, dann da müssen wir noch ein bisschen justieren, nenne ich mal so. Perfekter sein. Ich kann mit der Software auch dafür sorgen, dass es nicht zu starkes Getümmel gibt, dass alle Autos sich plötzlich in einem Sektorbereich befinden, weil dann wird es echt zu warm. Zack, bumm, Strom aus. Warum? Es sind alle 8 Autos da in einer Kurve gewesen und das ist noch ganz viel Justierungsarbeit, nenne ich mal so, weil wir haben nicht unendlich Strom an jedem Ort zur Verfügung, dann wird es zu warm. Und da muss der Programmierer hier nochmal ran und die Autos eventuell ein bisschen auseinanderziehen, dass nicht alle 20 Autos sich auf einem Ort tummeln. Oder wir müssen noch ein bisschen intelligenter werden in unserer Stromverteilung. Da sind wir aber dran und das ist absolut lösbar, aber auch der Weg ist noch steinig. Aber ich habe gerade 20 Autos gesagt. Die aufmerksamen Zusehenden von euch wissen, dass ich immer davon geträumt habe, mal ein Formel-1-Rennen mit 20 Autos, was jedes Mal anders ist, zu fahren, so habe ich es immer gesagt, oder gar Formel-E mit 24 Autos. Ich glaube, davon muss ich mich verabschieden. Nicht, weil wir es technisch nicht hinkriegen, sondern ganz einfach. Hier ist unsere Zielgerade aus Monaco. Die ist aber, weil wir ja insgesamt alles immer, alles Große müssen wir kleiner machen, sonst sieht das komisch aus. Diese Zielgerade hier ist in echt 4-mal länger. Das heißt, wenn ich 20 Formel-1-Autos in eine Startaufstellung auf der Zielgeraden stellen möchte, dann müssen die Platz haben und noch ordentlich Gas geben können, bevor die erste Kurve kommt. Denn wenn ich die so nebeneinander stelle, dann können die nicht alle gleichzeitig um die erste Kurve, dann bremsen sie davor wieder und stellen sich schlangemäßig auf, nacheinander um die Kurve zu fahren. Dann habe ich da Stau vor der Kurve. Genau das hatte ich bei all meinen Simulationen. Und ich habe zu spät sozusagen gegengesteuert, weil ich gedacht habe, das kann ich jetzt nicht lösen, das werde ich irgendwann lösen. Nein, ich kann es nicht lösen. Ich kann unsere zu kurze Zielgerade, weil das dem ganzen Raum hier geschuldet ist, ich kann es nicht lösen. Ich kann nicht 20 Autos auf diese Zielgerade stellen, weil ich müsste sie so stellen und dann passen sie nicht meiner Länge alle drauf, sodass ich noch starten kann und noch ordentlich Gas geben kann. Also, Kompromiss ist momentan 16 Autos. Wir werden jetzt irgendwann die Folie drauf machen und ich habe noch so, ich glaube, 5 Tage hat man mir noch gegeben, dann muss ich mich entscheiden, stelle ich 10 Autos auf die Zielgerade und vielleicht noch 5 in die Kurve oder stelle ich 16 Autos auf die Zielgerade und vielleicht auch noch 4 um die Kurve. Irgendein Kompromiss, also wie wähle ich den Abstand der Autos, denn je länger ich ihn wähle, desto schöner und realistischer der Start, aber desto weniger Autos kann ich fahren lassen. Den Kompromiss muss ich finden, dann wird der Knopf zum Drucken der Folie gedrückt und in der nächsten Folge könnt ihr vielleicht schon, ja, wir können es gar nicht erwarten, die Bilder sehen mit einer grauen Straße, vielleicht ersten Leitplanken und dann natürlich, gibt es auch immer die schönen Autos, die hier fahren und nicht diesen kaputtgespielten Kram hier, der uns aber sehr gute Informationen liefert. Also, vielleicht gibt es in der nächsten Folge ja schon Asphalt. Mal gucken. So, ich habe also noch 5 Tage Zeit, um zu entscheiden, wie viele Startpositionen und wenn ja, wo ich die gerne haben möchte und was da am meisten Sinn macht. Das werde ich jetzt tun und dann lasst euch überraschen. Ich bin auf jeden Fall super gespannt drauf, ob ihr in der nächsten Folge schon Asphalt sehen werdet. Und ihr kennt mich als Optimisten, auch wenn einige hier im Wunderland immer mich als Pessimist bezeichnen, weil ich ja immer Probleme habe und so weiter und so fort. Ja, als Techniker hast du Probleme. Übrigens, by the way, geht mal zur IT-Abteilung und sagt mal, danke, mein Rechner läuft seit einem Jahr fehlerfrei, weil gerade auch die IT-Abteilung und auch wir Techniker, zu uns kommt man immer nur, wenn es Ärger gibt. Immer nur, wenn es kaputt ist und dann soll es auch möglichst sofort funktionieren. Also, kleiner Tipp. Also ich bin bei der Formel 1 schon immer optimistisch, dass das zumindest theoretisch möglich ist. Und ich bin mittlerweile auch optimistisch, dass es gehen könnte. So, wo ist der Unterschied? Es könnte eventuell möglich sein, ist sehr weit von der Realität entfernt. Aber, dass das gehen könnte, zeigt mir die Anlage mittlerweile jeden Tag. Drückt die Daumen, dass ich nächstes Mal schon sage, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dann und dann eröffnen werden. Mal schauen, bleibt dran und viel Spaß und danke fürs Zusehen. Bleibt gesund. Tschüss.